Heute erzähle ich dir, wieso dass Ernährung mit ganz vielen Antioxidantien so wichtig ist. Bleib dran! Und zwar starten wir gerade mit den Mitochondrien. Das sind die kleinen Kraftwerke in den Zellen. Die produzieren aus der Nahrung Energie. Und zwar brauchen die Sauerstoff und scheiden Kohlendioxid aus. Also darum reden wir hier von einer Zellatmung. Jede Zelle hat im Durchschnitt 1000 bis 2000 von diesen Mitochondrien. Ja, und die Mitochondrien können von den Zellen nicht mehr neu gebildet werden. Kommt es also zu einer Funktionsunfähigkeit, zum Beispiel durch freie Radikale, dann entsteht ein Energiemangel und schlussendlich eine Anhäufung von Stoffwechselgift. Und um diese Gift zu egalisieren, braucht es Antioxidantien. Ja, und die werden nachher überall geholt, zum Beispiel bei den Zellmembranen, bei der Schutzschicht um die Zellen herum. Oftmals haben die freien Radikale Zugriff zu den Zellen oder sogar zu der DNA. Das heisst, der Code der DNA kann beeinflusst werden und es werden falsche Proteine produziert. Ja, und genau so kommt es zu Krankheiten und Altersbeschwerden. Ja, und genau darum ist eine antioxidante Ernährung so wichtig. Das können wir jetzt natürlich auf ganz viele verschiedene Arten erreichen, dass wir die Antioxidantien in den Körper reinbringen. Natürlich durch viel Bewegen, raus in die freie Natur, gehen spazieren, aber natürlich auch durch Gemüse essen oder durch Trinken. Und zwar, das finde ich besonders gut, Trinken von basischem Aktivwasser. So komme ich ganz schnell ganz viele Elektronen, also Antioxidantien in meinen Körper hinüber, die mir helfen, Abwehrkräfte zu bilden. Auch basische Nahrungsergänzung finde ich ganz toll. Pflanzengranulat, also es muss immer natürlich sein bei mir, kein Zusatzstoff oder irgendetwas. Ein Pflanzengranulat aus 107 verschiedenen Pflanzen. Ja, ich bin absolut Fan von dem Basenpulver. Wenn du jetzt mehr willst wissen zu dem, entweder zum Basenpulver oder zum basischen Aktivwasser, findest du Verlinkungen da gerade unterhalb vom Video. Ja, jetzt hoffe ich, du hast Dringlichkeit verstanden und nimmst deine Gesundheit selber in die Hand. Ich wünsche es dir, verabschiede mich für das Mal. Bis zum nächsten Mal. Deine Rita von gesundundfrisch.ch